Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind an unserem Güterumschlagplatz hier in der Nähe von von Leutenbach, genau. Und man sieht hier, unser Flughafen, der hat auch schon Lebensmittel. Die Frage ist halt, oh, da oben eine Warnung. Moment. Was? Zug 4, kein Weg, elektrisch. Aha. Das ist interessant, da haben wir doch gerade noch rumgebastelt. Okay, wir müssen schnell Abschied nehmen vom Flughafen. Habe ich hier nicht elektrisch hingebaut? Das kann natürlich sein. Falls sowieso etwas wegen den Flugzeugen etc. stand in den Kommentaren, ich kann das leider noch nicht gesehen haben, da ich gerade jetzt, hier kommt noch ein Autosave. Ich mache meinen Transportfieber-Sonntag. Sprich, ich nehme ganz viele Folgen am Stück auf. Sehr schön. Ja, da haben wir wieder neue Fahrzeuge, aber hallo? Hier haben wir gebastelt. Hier soll es keinen Strom haben, das halte ich für ein Gerücht. Welcher ist es denn? Wir machen mal nochmal auf. Drehen den nochmal. Der möchte nicht. Welcher bist du denn? Der hier? Nein. Dann bist du der hier. Ja. Okay, hier soll irgendwas nicht elektrisch sein. Hier haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Ich drehe den nochmal. Jetzt hat er gewendet. Okay, jetzt kommt er daher. Jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem wie hier. Dabei haben wir hier die Weiche deswegen versetzt. Was ist denn jetzt hier hinten das Problem? Jetzt fährt er wahrscheinlich woanders hin. Bist du auf dem falschen Gleis? Aha, der ist auf dem falschen Gleis. Okay, der hat sich vertan. Dann ist er nicht in die Richtung gekommen. Jetzt in die andere kommt er wieder. Da haben wir das Rätsels Lösung. Jetzt müsste er aber wieder auf sein Gleis kommen. Sobald er dann hier fahren darf. Genau, da kommt halt noch einer entgegen. So, keine Warnungen, da sind wir beruhigt. Cool. Gut, Flughafen. Wir gehen mal nochmal gucken. Vielleicht ist das Flugzeug angekommen mittlerweile. Oh, welch Zufall. Gerade wenn ich mal wieder niesen muss. Es ist ein Kreuz. Ich nehme 5-6 Folgen am Stück auf. In jeder Folge muss ich niesen. Heiliges bisschen. Was ist bloß mit dem Heisenbergschen Zinken los? Ich weiß es nicht. Also, nimmst du jetzt was mit? Getreide. Hier gäbe es eigentlich Lebensmittel. Also die hätten wir da. Jetzt ist halt die Frage, nimmt er die auf, wenn er sie wahrscheinlich nicht abliefern kann beim anderen Flughafen. Ich bin mal gespannt. Wir stellen mal ein bisschen schneller, damit das hier ein bisschen zackiger geht. Getreide hat er immer noch drin. Er muss ja erst zum Lager. Ist aber schon cool gemacht hier, diese Mod. Sogar hier wirklich mit entsprechend Lagerkapazität. Also sprich, dass man das sieht. So, nimmst du die mit? Was meinst du? Na? Jawohl, er lädt sie. Das ist schon mal gut. Jetzt ist halt die nächste Frage. Lädt er die auch ab? Hier hinten in Weißwasser. Auf dem normalen Flughafen. Wenn ja, das wäre natürlich sehr schön. Dann wüsste man das. Dann könnte man das entsprechend mit jedem Flughafen machen, den wir hier haben. Wir haben hier unten noch ein hier in Hagermarsch, dann könnten wir denen eigentlich auch die Nahrungsmittel per Flugzeug bringen. Die Frage ist dann, ob sich das auszahlt. So ein Flugzeug kostet ja doch Geld, auch im Unterhalt. Das müsste man dann auch im Auge behalten. Lohnt sich das 15 Lebensmittel via Luft oder per Luft zu verschiffen? Ja, das ist ja dann kein Verschiffen, das ist dann ein Verfliegen. Wir behalten es im Auge und den behalte ich jetzt mal hier oben, damit wir sehen, ob er die Sachen überhaupt abliefern kann. Jetzt gehen wir nochmal hier zurück und schauen hier nochmal, ob jemand steht. Nein. Nein. Ja, der steht. Warum stehst du? Warte auf freie Wege. Okay, du möchtest hier eigentlich einfach zurück. Hier haben wir aber, was hat er denn jetzt wieder für ein Problem? Hier haben wir ja die Signale. Du kannst doch eigentlich fahren. Hier ist nichts blockiert. Nochmal drehen, nochmal drehen. Da ist rot. Wegen dem Gleis hier hinten. Hier müssten wir eigentlich auch nochmal. Hier haben wir ein Signal. Also da, von daher kann das auch nicht rühren. Wie kriegen wir den in die Gänge? Von da kommt einer. Das ist klar. Was hast du denn für eine Linie? Wir schauen mal, wenn ich dich erwische. Ach, du bist ja von der gleichen Truppe. Okay.
Wenn du durch bist, kann der andere fahren. Hoffe ich mal. Mal gucken. Links oben haben wir noch das Flugzeug, das wir unter Beobachtung gestellt haben. Jetzt kann er los. Gut, okay. Das müssen wir dann akzeptieren. Dann lassen wir das so laufen. Was haben wir denn sonst noch zu tun? Wir haben gesagt, hier haben wir auch Lebensmittel. Sehr schön, das klappt also auch. Was haben wir sonst noch zu tun? Ja, einiges. Wir haben gesagt, wir wollen hier mit dem Zug noch nach da unten, nach Güps. Also mit einer neuen Bahnlinie, die wir hier erstellen würden. Wir könnten natürlich bestehendes Gleis nutzen, hier außen rum. Ich würde aber hier tatsächlich eine Abkürzung machen. Dann könnten wir die Schienen vielleicht später auch noch für eine Direktverbindung nutzen. Nicht nur vielleicht, sondern das können wir von hier hinten aus gehend dann. Flugzeug ist immer noch unterwegs. Jetzt habe ich das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen mit Fahrzeugen. Kann das sein? Wollte ich noch irgendwas machen mit Fahrzeugen? Die fahren alle. Ach, hier hinten, genau. Jetzt fällt es mir ein. Hier, genau, die Baumaterialien. Die müssen wir noch in die Stadt bringen. Haben wir da eine Linie? Hier unten? Nein, in die Stadt fährt keiner. Gut, dann wäre das Linie. Halt, haben wir ja hier. Neue Linie von hier nach. Jetzt brauchen sie in der Industriezone das Baumaterial. Das heißt, wir müssen hier mal gucken. Die haben wir hier hinten. Haben wir hier irgendwo eine Bushaltestelle? Ja, hier oben. Dann fahren wir mal hier hin. Gut, das wäre dann Baumaterial für Leutenbach. Klicken wir mal. Hier zurück. Bau. Wieder ums Mikro rum. Material. Leutenbach. Ich sehe es halt nicht. Ich sehe es einmal. Ich muss irgendwie das mit dem Mikro anders lösen. Irgendwie in die Decke hängen. Keine Ahnung. Gut, haben wir. Was wir nicht haben, sind die Fahrzeuge. Die schnappen wir uns noch. Straßenfahrzeuge. Güter. Da können wir eigentlich auch diese langsameren durchaus mal wieder nehmen. Hier haben wir Stein. Haben wir hier nirgends? Doch, hier haben wir es. Baumaterial. Gut, dann nehmen wir mal dich. Einmal, zweimal, dreimal. Machen wir mal viermal. Nochmal. Zack, jetzt hat es geklappt. Und das wäre dann Baumaterial. Wo haben wir das? Bau, Bau, Bau. Das müsste weiter oben sein. Zu oberst. Okay. Gut, dann hätten wir die Linie auch sozusagen abgeschlossen. Beziehungsweise was wir ja eben noch wollten, war, dass wir Baumaterial noch hier hinschaffen. Und das dann eben auch noch entsprechend in die anderen Städte verteilen. Da können wir natürlich zum Beispiel die Züge dann so weit ummodeln, dass die noch Wagen bekommen, mit denen sie Baumaterial transportieren können, wenn sie das nicht schon haben. Ich weiß gar nicht, ob Lebensmittel und Baumaterial, das müsste eigentlich in den gleichen Wagen drin Platz haben. Aber sieht schon cool aus, gefällt mir. Das ist ja halt so ein bisschen, ja, die Industriezone. Völlig an der Ecke der Map. Oh, jetzt hier unten wird es spannend. Wir gehen mal gleich mal hier hin. Nach Kuhsdorf Süd, das ja bekanntlicherweise jetzt Weißwasser heißt. Und ja, wohin damit? Wir haben hier eigentlich nur eine Halle für die Person. Wo stellt der jetzt seine Lebensmittel hin? Hier, die LKWs haben wir ja schon, die in die Stadt reinfahren. Das würde also klappen. Er müsste jetzt nur die Möglichkeit haben, hier die Lebensmittel abzuliefern. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Aber was macht er dann? Dann fliegt er halt wieder zurück. Ich habe mal schneller gestellt. Aha, okay. Er fährt im Prinzip dahin, wo die Personen sind. Und dann schmeißt er die Lebensmittel denen vor die Füße. Na dann, geht mal in Deckung da unten. 15. Oha, er ladet's ab. Okay. Also, das klappt. Wie sieht's aus mit den Finanzen? Wow. Das sind aber teure Lebensmittel. Das muss Kaviar gewesen sein. Und dann landen die hier. Ja, guck mal an. Okay, das ist ja völlig genial. Das ist ja völlig genial. Dann können wir das tatsächlich so machen, dass wir die Lebensmittel auch noch in die anderen Städte liefern, wo wir Flughäfen haben. Da unten und da hinten. Das machen wir jetzt gleich mal. Also, wir kaufen nochmal Flugzeuge. Und zwar, Moment, nicht aufrüsten. Nein.
Flugzeuge kaufen. Wir kaufen nochmal die gleichen, würde ich vorschlagen. Die sind dann doch ein bisschen teuer. Die können ein bisschen mehr mitnehmen. Oder haben wir größere Städte? Jetzt haben wir ja die hier, wenn ich mich nicht täusche. 1,76 Millionen. Wir haben 80 Millionen. Wir können uns eigentlich schon die größeren Frachtmaschinen leisten. Die Frage ist, wie groß... Boah, jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Performance-Dingens. Wie groß sind die Städte? Das eine wäre ja hier hinten oder hier unten. Die, da würde ein kleines Flugzeug reichen. Und den anderen Flughafen haben wir hier unten. Sollen wir hier... Ich würde sagen, wisst ihr was, wir schicken hier die Boeing hin. Kann die überhaupt landen auf dem kleinen Flugzeug? Das ist auch wieder eine Frage. Das werden wir testen. Aber dann haben wir hier eine Boeing 737. Die kostet zu viel. Okay, aber die hier kaufen wir für 6,09 Millionen. Was wäre bei der hier anders gewesen? Ach, die ist limitiert von der Zeit her bis zum Jahr 2000. Und die hier offensichtlich nicht. Okay, auch sehr nett. Gut, wir brauchen eine neue Linie. Das wäre dann von hier nach ganz da oben. So, dann können wir hier mehr Lebensmittel reinhauen. Das ist schon mal schön. Nach hier hin. Machen wir hier zu und das wäre dann Lebensmittel für Kossa. Allerdings Lebensmittel Luft. Moment. Luft. Kossa. Geht das noch hin? Ja, mit D am besten. Kossa. Haben wir auch. Dann weisen wir dich gleich mal zu. Lebensmittel Luft. Kossa. Wenn das ja funktioniert, dann müsste das mit dir auch funktionieren. Hallo, unsere erste Boeing. Pan Am. Ist ja cool. Gibt es, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht mehr die Fluglinie. Oder gibt es die inzwischen wieder? Bin mit denen mal nach New York geflogen. Das war 1992, so darum. Und genau zu dem Zeitpunkt etwa gingen sie dann pleite. Das muss nicht zwingend mit meinem Flug zusammen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ja, doch, wahrscheinlich, weil es Geld gefehlt hat. Das ist mal anzunehmen. So, haben wir hier Lebensmittelluft. Das müssen wir noch anders benennen. Und hier kommen wieder neue Fahrzeuge. Sonst wissen wir hier am Flughafen nicht, was wohin geht. Also, Linien. Hier machen wir zu. Luft. Und dann hätten wir hier Lebensmittelluft. Das wäre dann Lebensmittelluft für Weißwasser eigentlich. Wir wissen ja, dass Kuhsdorf Weißwasser ist. Mal gucken, ob es hingeht. Weiß, was, weiß, war. Machen wir weiß, weiß, w, Punkt. So, so macht das mehr Sinn. Gut, dann hätten wir das. Und dann hätten wir aber noch einen dritten Flughafen. Den werden wir natürlich auch noch anlaufen. Dann nehmen wir aber wieder ein kleineres Flugzeug. Schon sehr nett. Gut, Flugzeug kaufen. Dann nehmen wir wieder... Nein, nicht die hier, sondern die war es, glaube ich. Jawohl, können wir ja einstellen. Lebensmittel, das haben wir jetzt bei der Boeing nicht gemacht. Kaufen. Und da brauchen wir nochmal eine Linie. Zumachen, zumachen, überall zumachen. Linie. Neu. Von hier. Nach. Haben wir hier oben nicht auch noch einen Flughafen? Ne, ich glaube, hier wollte ich auch mal noch einen hinstellen. Haben wir aber noch nicht. Gut, nach hier hin. Und das wäre dann Lebensmittel. Halt, nicht rumfahren. Lebensmittel. Genau, wieder überschreiben. Lebensmittel. Luft. Lebensmittel. Einmal ums Mikro rum. Lebensmittel, Luft. Nach Hackermarsch. Machen wir mal so, wenn es hingeht. Hörmarsch. Okay, passt. Jetzt bräuchten wir das Flugzeug, was wir gekauft haben. Da müssen wir wieder zurück. Einmal hier fast schon über die Alpen rüber. Müsste ja noch hier drin stehen. Genau, Linie zuweisen. Lebensmittel, Hagermarsch. So, dann haben wir eine teure Lebensmittelversorgung für die Städte da hinten. Aber man hat ja gesehen, eigentlich hat es sogar Geld gebracht. Da meldet noch eine Industrie Probleme. Okay. Hübs Sägewerk. Was hast du denn für ein Problem? Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Wir müssen hier
ausbauen. Okay. Was seid ihr für eine Linie? Holz, Gips. Was haben wir hier für einen Takt? Moment, alle. Holz, Gips. Hallo, warum taucht ihr nicht auf? Jetzt taucht ihr auf. 29 Sekunden, ja, aber das ist ja, also. Oder, was machen die hier? Bretter, Gips. Zwei, oh, da müsste man jetzt wieder noch wissen, was die genau machen. Wir kommen aus völlig einer anderen Ecke. Die bringen die Bretter hier unten hin, genau, hier in die Fabrik. Okay, das passt. Dann müssten wir wissen, was ihr für einen Takt habt. 71 Sekunden, eigentlich auch kein Drama, aber haben wir hier einen Fahrzeugersatz? Haben wir eigentlich. Die müssten ja dann demnächst mal ersetzt werden. Würde ich meinen, dann müsste das mit dem Dingens hier auch wieder klappen, dass mehr abtransportiert wird. Hier haben wir immer noch ordentlich Holz. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass jemand steht, aber sie fahren. Sehr gut, und sie fahren voll beladen. Können wir also lassen. Machen wir hier zu. Gut, hätten wir jetzt eigentlich alles soweit geregelt. Hier stapeln sich die Lebensmittel. Wow, für Weißwasser 57 Lebensmittel. Boah, okay, da haben wir den Jumbo-Jet. Den hier. Oh, nee, den das falsche Gerät. Der hier? Der sammelt schon mal. Da gehen halt nur 15 rein. Da müssen wir noch ein zweites Flugzeug haben. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich eigentlich durchaus richtig. Dann kaufen wir noch mal ein zweites. Was bist du für ein Teil? Du bist schon die Boeings. Das sehe ich schon soweit richtig. Luft? Weißwasser? Ne, ist auch eine Douglas. Für Cossa? Warum haben wir denn für Weißwasser nur so eine Douglas? Wenn das ist ja doch eine relativ große Stadt. Wir machen dazu mal noch eine Boeing. Dann sollte das gedeckt sein. Da habe ich irgendwie einen Denkfehler drin gehabt. Wir nehmen mal die hier. Das ist aber nicht die Boeing. Doch, das ist die Boeing. Lebensmittel 21. Was macht denn die hier? 55. Boah, das ist ja schon der Wahnsinn. Aber 18 Millionen. Okay, wir haben bald 100. Ich weiß nicht, ob die landen können. Wir müssen dann die Flughäfen mal noch ausbauen. Das werden wir auch angehen. Aber das ist schon cool, dass man das alles machen kann. Mit diesem Ausbauen und so. Ich freue mich richtig darauf. Also, jetzt nehmen wir aber zuerst das Teil. Würde ich sagen, kaufen. Dann wäre das Lebensmittel Weißwasser. Okay, dann kriegen wir die Lebensmittel hier auch gewuppt. Und jetzt haben wir hier aber ordentlich Verkehr schon. Eben, da müssen wir dann gucken. Da müssen wir tatsächlich die... Jetzt habe ich gerade eine ganz andere Idee gehabt. Funktioniert das vielleicht auch umgekehrt? Sorry, wenn ich den Satz nicht fertig gemacht habe. Aber kann man nicht vielleicht sogar Passagiere dann hier auch verschiffen, verfliegen sozusagen? Dann hätten wir hier einen zusätzlichen Flughafen. Müsste man auch mal noch testen. Gut, aber was wir jetzt zuerst machen, ist die andere Zugstrecke. Gut, hier haben wir Baumaterial in rauen Mengen. Da können wir wahrscheinlich sogar noch ein paar Fahrzeuge mehr bemühen. 21 von 177, 12%. Okay, sehr schön. Das heißt, wir werden hier nochmal Fahrzeuge kaufen. Wo war es denn? Hier unten. Was können die liefern? Achso, das sind die, die die Steine transportieren. Wo haben wir denn die anderen? Sind die schon unterwegs? Wahrscheinlich ja. Alle. Dann hier unten gucken. Eindrehen. Baumaterial Leutenbach. 137 Sekunden. Wir kaufen uns von denen nochmal eine Ladung. Jetzt haben wir oben wieder eine Fehlermeldung. Werde ich nachher schnell gucken. Es artet hier in Stress aus. Heiliges bisschen. Güter. Welche haben wir denn? Die hier? Ich glaube die hier. Sonst nehmen wir jetzt mal die hier. Ist ja eigentlich ziemlich egal. Und damit würden wir gerne Baumaterial transportieren. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen wir mal. Ganz frech. Baumaterial Leutenbach. So, also die müssen jetzt hier zu Baumaterial kommen. Ein Lager sozusagen haben wir ja. Jetzt eben, genau, das war ja noch eine Idee. Sage ich jetzt zum fünften Mal, dass wir das Baumaterial auch noch hier hinschaffen. Und das noch verschiffen. Aber ich würde das für den Moment noch bleiben lassen. Das wird mir zu komplex. Ich möchte zuerst von hier noch Lebensmittel runterbringen. Da nach Gyps. Mit der Eisenbahn. Und das werden wir jetzt noch angehen. Gleis. Da machen wir jetzt glatt mal die schnellen Gleise.
Das ist ja doch ein gewisser Weg, ist es. Hui, wer macht hier so Geräusche? Das Flugzeug ist ja völlig cool. Hier zum Beispiel mal anlehnen. Wobei wir wollen dann nicht hier. Wir wollen eigentlich dann hier so lang. Geht das in irgendeiner Form, dass man hier irgendwie. Das müssen wir uns mal ansehen. Immer mal Pause. Kommen wir hier irgendwie hier rein und dann darüber? Also rein kämen wir. Und wenn wir jetzt hier wieder rüber wollen. Wow. Obwohl die Brücken auseinander sind. Wow, das ist ja... Und dann, was macht es dann? Schüttet es hier auf? Ich nehme es mal an. Das ist ja schon der Kracher schlechthin. Ja gut, das machen wir mal. Dann hier eben hier rein. Jetzt möchte es nicht mehr. Nochmal schnappen. Und jetzt geht's. Gut, wird aber das Gleis hier dann... Das wird da nicht bedient. Aber das ist egal. Dann werden wir hier hinten dann zweigleisig. Jetzt wollen wir hier nämlich in die Richtung davon. Das müsste theoretisch auch gehen. Theoretisch. Nach der Weiche. Jawohl, geht auch. Da hätte ich aber schon gern nochmal eine Brücke. Und zwar eigentlich vielleicht eine andere. Wie sieht das aus, wenn das hier zu der Brücke wird? Hat irgendwie was. Wir gehen glatt nochmal ein bisschen in die Höhe. Okay. Was für eine Konstruktion hier. Gut, ich würde mal sagen, das kaufen wir so. Dann gehen wir nach hier vorne und schlängeln uns hier rüber. Oder wir gehen runter. Genau, das ist eigentlich besser. Und gehen dann nach da vorne. Und da möchte ich jetzt gerne gucken, wie das zweigleisig noch aussehen würde. Und zwar müssten wir dann ja eigentlich hier rein. Kommen wir hier auf die Brücke? Guck mal, das würde sogar gehen. Ich bin völlig begeistert, was man hier für Konstruktionen hinstellen kann. Aber bringt das was? Wir bräuchten halt da vorne dann eine Weiche. Nee, das bringt eigentlich... Bringt das was? Eigentlich reicht es, wenn es hier eingleisig ist. Aber ich würde sagen, wir machen das mal. Wenn es schon geht. Vielleicht sogar eben hier anlegen. Auch mit der Brücke. Da könnte man sogar unterschiedliche Brücken machen. Es ist ja... Guck mal. Aber wir machen mal die gleiche. Oder wir machen die rostige. Gefällt mir eigentlich eh besser. Ja, wir machen die rostige. Die eine Seite ist verrostet. Das ist die alte Brücke. Und hier das andere ist die neue. Aber die... Oh, guck mal. Die sind dann irgendwie ineinander drin. Das kann es natürlich auch nicht sein. Ja doch. Der kann hier noch durchfahren. Ich bin begeistert. Nehmen wir mal. Ziehen das nach hier vorne und dann haben wir eine Kollision. Das habe ich befürchtet. Das war genau das, was ich meinte. Dass sie irgendwie zusammen, also nicht zusammenhängen, sondern dass da das eine Gitter reinhängt. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, schade. Macht das Sinn so? Ich möchte mal hier reingucken. Ne, guck mal, seht ihr, das habe ich gemeint. Da hängt die ganze Stahlkonstruktion auf der anderen Schiene. Nehmen wir nochmal weg. Jetzt haben wir hier die Weiche, haben wir noch. Die nehmen wir auch nochmal weg. Gut, und versuchen das mal anders. Nämlich von hierher kommend. Wenn wir von hier kommen und hier rein wollen. Können wir das in irgendeiner Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise? Kollision, Kollision, Kollision. Hier hinten geht das nicht. Wir müssen es nicht unbedingt zweigleisig haben, habe ich ja eh gesagt. Das ist mehr ein bisschen ein Experiment, was möglich ist. Da ist natürlich auch noch ein Signal im Weg, aber das wäre jetzt wäre es weg. Und wenn wir es mit dem gleichen machen, geht das dann? Moment. Jetzt sieht es irgendwie so aus, als würde das funktionieren. Sollen wir es nochmal versuchen? Wir versuchen es nochmal. Zack, gekauft. Nu. Ah, da wird der Mitteldingens wird dann abgetragen. Okay, das ist ja sehr vernünftig. Das geht. Schön, cool. Nochmal gucken. Hier lang. Auch cool. Dann hier rüber in dieses Gleis rein. Wow. Es ist ja schon das Spiel. Also, Hammer. Ich kann es nicht anders sagen. Was man hier alles machen kann, es ist schon extrem. Haben wir denn jetzt das schnelle Gleis? Das müsste schon das schnelle sein. Warum sieht das so verrostet aus? Oder haben wir ja hinten das falsche Gleis genommen? Nochmal drehen. Ach so, das ist ja... Ja, das ist die Mod.
Da sieht man den Unterschied nicht so gut. Das ist schon das schnelle Gleis. Wir haben es hier ja angewählt. Gut. Passt. Nehmen wir mit. Und gucken mal da vorne. Wir haben hier natürlich noch keinen Güterbahnhof. Hier müssen wir noch einen Güterbahnhof hinstellen. Wo machen wir den hin? Ja. Wo machen wir den hin? Wir machen hier mal den Dingens auf. Genau, dann haben wir die zum Blau muss er. Stimmt das jetzt? Ja, jetzt. Voll das Durcheinander mit all diesen verschiedenen Sachen. Gyps, Einkaufsmöglichkeiten, Lebensmittel. Hier, in dem blauen Bereich, zu den Geschäftsgebäuden. Die haben wir hier. Da könnte man das Ganze eigentlich fast schon aber auch hier oben abladen. Oder wir machen den hier hin. Oder hier unten und wieder mit Lastwagen. Oder hier oben hin und wieder mit Lastwagen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Sollen wir den hier in den Berg reinhauen, den Bahnhof? Lasst uns mal gucken. Schiene. Aber Güter. Und nicht Depot, sondern Bahnhof. Dann haben wir wieder diese drei. Wir machen mal den normalen Bahnhof mit zwei Gleisen. 160 Meter reicht. Hochgeschwindigkeit. Und ein Straßenanschluss. Ah, okay, der fällt dann natürlich hier doch eher ab. Da könnten wir aber hier eine Straße durchziehen. Wenn wir den hier hin machen. Und mit der Straße dann hier zu den blauen Bereichen vordringen sozusagen. Beziehungsweise, wenn wir den hier ansetzen. Nein, man sieht da unten die blauen Gebäude. Die grünen, die werden bedient. Ist ja doof. Die blauen hier unten, die kommen genau nicht dran. Ich mache mal einen Test. Wenn wir dich hier so drehen. Ja, sind sowieso die Gleise im Weg. Der passt hier nicht rein. Auch nicht, wenn wir ihn rein zirkeln. Nee, das geht nicht. Den Test können wir uns schenken. Dann doch hier oben hin. Also rein optisch wäre es cool. Aber dann müssen wir ihn doch ein bisschen länger machen. Ja, so zum Beispiel. Und dann machen wir den tatsächlich hier so hin. Dass er hier ranpappt. Möglichst gerade. Irgendwie so und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ne, allzu lang nicht. Wir müssen hier einfach noch eine Straße dazwischen bringen. So. Ja, gekauft. Gerade ist es halbwegs. Machen wir doch gleich mal die Straße. Dann haben wir die. Genau, so. Das war genau meine Idee. Gefällt mir sehr gut. Und dann gehen wir hier irgendwie mit einem Bahnübergang da unten rein. Und hier hinten. Kommen wir auch noch raus. Aber nicht krumm, sondern lieber. Ne, das war auch nicht gerade. Gebe ich zu. So, kriege ich es noch gebacken? So ist es gerade. Jawohl. Und dann hier in eine Kurve rein. Mal gucken, hier rüber. Ja, geht nicht. Aber wir müssen ja eigentlich sowieso hier hin, stelle ich gerade fest. Wo haben wir denn eine Bushaltestelle? Oder nach da unten müssen wir. Ist eigentlich egal. Wir können trotzdem hier zu dieser Straße. Wir machen das aber von hier aus. Denn von hier sollten wir rüberkommen. Ja, oder auch nicht. Mit einer Brücke. Mit einer Brücke würde wohl gehen, wenn wir hier ein bisschen, genau, ein bisschen weiter gehen. Das ist aber natürlich völlig doof, denn hier haben wir noch Gleise. Das können wir so nicht machen. Dann müssen wir erst die Gleise rausziehen. Ein Bahnübergang geht nicht, weil das hier in der Grube drin ist mit dem Gleis. Okay. Haben wir es irgendwo ohne Grube? Zum Beispiel hier? Dann machen wir das nämlich so. So, gehen jetzt hier rauf. Ja, Moment. Das war wieder viel zu überstürzt. Durchaus mit so einer Kurve, das gefällt mir. Dann hier rein. Was hat das Spiel nur immer mit seinen Kurven? Jetzt, ohne Kurve. Gut. Jetzt müssen wir aber aufpassen, nicht, dass wir hier zu nah rankommen, sondern wir machen hier diesen Bogen, dass wir mit den Gleisen in alle Richtungen davon kommen. Zur Not werden wir natürlich die Straße einmal wieder abreißen. Das ist ja dann auch kein Ding. Hier möglichst so, dann kommen wir hier mit den Gleisen auch noch rüber. Dann hier rein. Gut, dann haben wir hier die Möglichkeit, in die Stadt reinzukommen. Und jetzt machen wir die hier hinten auch noch. Machen hier auch diesen Bogen wegen den Gleisen, würde ich mal vorschlagen. Und gehen dann hier rein. Aha, da haben wir das gleiche Problem. Das ist wahrscheinlich auch nicht die gleiche Höhe. Und vor allem ist noch ein Signal im Weg.
So geht's, wenn kein Signal im Weg ist. Perfekt. Okay, hätten wir auch. Das heißt, die LKWs, die kommen jetzt hier auch in die Stadt rein. Jetzt würde ich sagen, bevor wir die Gleise machen, machen wir hier tatsächlich noch schnell die LKWs hin, beziehungsweise eine LKW-Station hier oben hin. Das wäre dann mal hier und dann diesen. Auch eher eine kleine. Was haben wir denn hier noch? LKW-Station mit zwei Laderampen. Ach, das ist einfach die vom Spiel. Wenn wir dich hier hinhängen, bringt das was? Ja, das bringt, dass wir mit dem Gleis nicht mehr durchkommen. Okay, nochmal ändern. Hier hinten ist es egal. Da ist eh Feierabend. Ist das markiert, wenn ich das hier ranpappe? Ja, das ist markiert. Gut, das sieht dann zusätzlich noch relativ gut aus eigentlich. So, hier die Prellböcke und dahinter ist die Ladebahn der LKWs. Dann machen wir doch die Linie, dann haben wir das. Neue Linie wäre dann von hier oben. Hier runter oder wohin auch immer. Auf alle Fälle, wir müssen zu einer blauen Bushaltestelle. Zum Beispiel, ja, die ist halt grün. Haben wir hier nicht eine blaue Bushaltestelle, die wirklich ganz klar im blauen Bereich drin ist? Ich dachte, ich hätte eine gesehen. Haben sie ja schon wieder anders gebaut. Hier im Zentrum drin wäre es genau perfekt. Überall haben wir Bushaltestellen, nur nicht da, wo es blau ist. Wir laden das mal hier ab. Wir haben hier auch blau. Das wäre hier zu sehen. Machen wir eine andere Farbe. Dann sehen wir auch, was passiert. Ah, die gehen sogar hier außen rum. Sehr schön, gefällt mir. Finde ich besser. Sieht besser aus. Dann hätten wir hier die Lebensmittel. Gyps. Lebensmittel. LKW machen wir mal noch. Gyps, wenn wir da zu viele Unterschiede haben bei der Linienbenennung, dann werden wir das nach und nach natürlich wieder ändern. Gut, das hätten wir jetzt soweit gemacht. Jetzt fehlen hier noch die Fahrzeuge. Die könnten wir auch schon kaufen, sonst vergessen wir es noch. Brauchen wir nicht viele, da das keine lange Strecke ist. Güter, nehmen wir die langsamen. Aber vorzugsweise solche, die auch Lebensmittel transportieren. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Machen wir mal vier. Das muss reichen. Das wäre dann Lebensmittel. Wo haben wir es denn? Lebensmittel, ach, das weiter unten. Lebensmittel, Gyps, LKW, genau. Gut, können wir eigentlich laufen lassen. Die werden natürlich jetzt noch nichts transportieren können. Dafür brauchen wir hier dann erstmal das Güterankommen. Dafür brauchen wir erstmal noch, dass wir fertig bauen. Also, Gleis. Hier noch wieder zumachen. Dann schnappen wir die Gleise, Hochgeschwindigkeit und gehen hier mal raus. Oh je, wenn das mal nicht gleich in einem Tunnel endet. Ne, geht. Perfekt. Irgendwie so in die Richtung. Müsste ungefähr hinkommen. Gleis Nummer 2 nehmen wir auch mit. Und dann machen wir, wie sich das gehört. Hier gleich mal eine Weiche. Mit ein bisschen Glück wird es eine X-Weiche. Sonst gibt es halt eine normale. Ist wieder Steigung zu groß. Ach. Halt. Jetzt geht's aber. Aus der Richtung geht's dann. Gut. Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Wo ist denn unser anderes Gleis? Hier oben. Man könnte sich fast schon überlegen. Moment, wir machen wieder Pause. Hier fliegt und macht's. Man könnte sich fast schon überlegen, aber nicht. Ja, wir gehen mit dem Gleis hier an diesen Industrien vorbei. Das heißt, wir können später dieses Gleis vielleicht auch noch für diese Industrien nutzen. Und wir werden dieses Gleis wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, noch für eine Direktverbindung nutzen. Hier von Leutenbach nach da unten Gyps. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir wollen ja auch noch ein TGV machen. Was wir noch alles machen wollen. Schön. Also, wo sind wir mit dem Gleis? Wir sind da, dann können wir hier auf der Seite vorbei. Das heißt, wir gehen hier auch auf der Seite vorbei. So, gekauft. Das ist eigentlich bestens so. Dann haben wir immer 300. Da werden wir auch einen eher schnellen Zug nehmen. Also eine schnelle Lokomotive. Oh, jetzt haben wir hier wieder diesen Luxus mit den Feldern. Oh. Das geht natürlich dann horrend ins Geld. Das habe ich ganz vergessen. Und ich möchte nicht die Produktion von diesem Bauernhof hier schmälern.
da würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Sollen wir hier eine Brücke machen? Bringt das was? Müsste eigentlich. So, wenn wir hier in die Höhe gehen. Kostet halt auch enorm, aber da steht nichts von wegen, dass es dann die Felder zerlegen würde. Obwohl die Pfeiler drin sind. Gibt es die auch in günstiger? Ja, die gibt es tatsächlich in günstiger. Aber die sind dann auch langsamer. Ah, falsch geklickt. Nochmal. Die hier wollte ich mal noch. 700.000. 600.000. Und 120. 300. Ja, wir werden keinen Güterzug haben, der mit 300 fährt. Aber 120 ist dann doch auch eher, dass er bremsen muss. Haben wir nichts mit 160? Da. Okay, das Hamburger Viadukt. 90. Und, oh, 200. Moment, mit dem 200. Okay, dann kaufen wir dich. Machen wir das so. 500.000. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht so, dass wir die Felder kaputt machen. Ich guck mal. Nein, gut, dann war das gar keine schlechte Idee. Dann funktioniert das also mit Brücken. Wir müssen noch eins in die Höhe, sonst nehmen wir hier doch noch ein Feld mit. So, nochmal eins rauf, dann funktioniert das auch. Und jetzt müssen wir aber massiv runter. Wir haben hier, oh, jetzt haben wir hier ein Problem mit dem Höhenunterschied. Wenn wir hier ganz runter gehen, ja, das wird kaum funktionieren. Dann geht ein Feld wieder kaputt. Okay, lassen wir bleiben. Machen wir es doch so. Ja, wie kommen wir jetzt da runter? Wo? Ja, nee, guck mal den Unterschied an. Oh Gott, das habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Wegen den ollen Feldern. Hätten wir nicht vielleicht doch besser die Felder geköpft? Aber eben, wenn ich natürlich nicht weiß, ob der Bauernhof dann dicht macht, pleite geht sozusagen, dann ist das ein bisschen schwierig. Wir müssen die nochmal wegnehmen. Und mit denen ganz steil nach oben, wenn das machbar ist. Oh, machen wir eh schon. Ne, machen wir noch nicht. Noch nicht ganz steil zumindest. Ich kann ja mal gucken. Ja, es war mir fast klar, dass das nicht funktioniert. Das, oh ja, das kann so nicht gehen. Wir müssen eigentlich nochmal einen Schwung machen. Und dann runtergehen. So, so sieht es gar nicht schlecht aus. So geht es vielleicht sogar jetzt. Ne, Steigung zu groß. Aber jetzt wären wir eigentlich relativ gut unten. Wenn wir jetzt hier tatsächlich eben raufgehen. Nochmal gucken. Ja, beziehungsweise nochmal von hier her kommend eben. Ganz runter. Steigung zu groß. Geht nicht. Aber das müsste eigentlich relativ knapp sein, das Ganze. Kriegen wir das nicht doch noch hin? Wir nehmen hier nochmal alles weg. Und schließen die Grube hier. Mit Terraforming. Mit dem hier. Mit stark. Also mit hoch. Oder wir gehen mal rauf. Also mit dem Dingens hier. Und verschieben es dann wieder. Wir werden das hier wieder ein bisschen plätten. Ja, das ist genau plätten. Ne, da wollen wir runter. Dass wir hier vielleicht mit den Schienen schon ein bisschen eher. Das ist irgendwie ein vages. Ein vages Geübe. Wir haben hier so eine Grube. Schade, dass man das nicht anders machen kann. Pinselstärke. Die Pinselgröße wäre noch interessant. Wir bräuchten hier einen viel größeren Pinsel. Wenn man es genau nimmt. So, nochmal gucken. Also jetzt hier aber massiv rauf. Das haben wir. Vielleicht halt auch noch ein bisschen mit einer Kurve. Nochmal gucken. Doch, haben wir. Nochmal rauf. Und jetzt mal gucken, wenn wir hier runter gehen. Halt! Hier irgendwie in die Richtung. Massiv runter. Steigung zu groß. Arg! Nochmal eine Kurve machen. Das ist ja eine interessante Piste. Heiliges bisschen. Einmal um die Felder rum. Ja, wir haben hier natürlich eben auch nochmal ein Gefälle zwischen hier und hier. Das ist auch nicht die gleiche Höhe. Das sieht man. Deswegen ist das nicht ganz ohne. Wir reißen das nochmal ab und gehen in eine noch krassere Kurve rein. Nach hier oben. Machen einen Bogen zurück.
Und jetzt müsste es eigentlich fast langsam klappen. Jawohl, jetzt klappt es tatsächlich. Gut. Mit dem Ding, genau. Was für eine. Ist irgendwie eine interessante Konstruktion. Das erinnert fast ein bisschen eher an einen Roboter. Irgendwie, weil es so viel Metall ist. Ja, und jetzt fehlt natürlich hier noch Gleis Nummer 2. Das werden wir in der nächsten Folge machen, denn wir sind völlig über die Zeit. Wir lassen mal laufen und gucken mal. Hier unten müsste eigentlich auch ein Zug haben. Zumindest hat es hier sehr viele Leute am Bahnhof. Sehr viele. 169. Aha, da müssten wir uns um die Linie auch mal wieder kümmern. Da kommt im Moment aber auch gerade kein Zug. Dafür kommt hier einer. Wir sagen mit dem Tschüss. Schöne amerikanische Lok. Unser Holzzug. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.